Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ramadan, Tag 15, folgendes. Die Thematik heute ist, dass es uns oft an Wissen mangelt. Oft sprechen wir Sachen aus, wo wir gar nicht wissen, was sie heißen. Und wir wissen auch nicht, was sie bedeuten. Heißen und bedeuten, ist es nicht dasselbe? Nein. Wir kennen vielleicht oft Übersetzungen, wenn wir zum Beispiel sagen, Alhamdulillah, Allob gebührt Allah. Aber zu verstehen ist wieder was ganz anderes. Wenn ich frage, was heißt Alhamdulillah, werden viele sagen, all Lob gebührt Allah. Und ich frage, was heißt denn Lob? Dann hört da das Wissen schon auf. Genauso ist es wie zum Beispiel auch bei Subhanallah. Wenn ich viele frage, was heißt Subhanallah, so werden manche sprechen können, es heißt, gepriesen sei Allah. Und wenn du sie fragst, was heißt denn gepriesen, dann hört das Wissen auf. Sie verstehen nicht das, was sie sprechen. Zum Beispiel Subhanallah bedeutet jemanden frei, also Allah frei von Fehlern zu sprechen. Preisen, jemanden zu preisen bedeutet jemanden frei von Fehlern zu sprechen. Deswegen, wenn du sagst Subhanallah, heißt es nichts anderes wie frei von Fehler ist Allah. Deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr etwas seht, was eurem Auge gefällt, so spricht Masha'Allah, so wollte es Allah. Und wenn ihr etwas seht, was eurem Auge nicht gefällt, so spricht Subhanallah, frei von Fehlern ist Allah. Deswegen, auch wenn wir zum Beispiel körperlich gehinderte, behinderte Menschen sehen, dann sagen wir auch Subhanallah, frei von Fehlern ist Allah. Alhamdulillah. Und genauso ist es auch bei La Hawla wa La Quwwata illa Billah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert uns, also Abu Musa al-Ashari überliefert uns in Sahih Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, soll ich dir nicht einen Schatz des Paradieses geben? Und in einer anderen Überlieferung heißt es, soll ich euch nicht eine Tür vom Paradies geben? Und sie sagten, Naam ya Rasulullah, salawat rabbi alayhi. Er sagte, sagt, La hawla wa la quwwata illa billah. Ist für uns ein gängiges Dhikr, was wir oft sprechen. Aber wir wissen ehrlich gesagt nicht, was es wirklich bedeutet. Viele sprechen diese Sache aus, wenn etwas Schlechtes passiert oder wenn die gerade gereizt sind. Nein, das ist falsch. Also erstmal, die Sunna ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala uns auch beibringt. Wenn etwas Schlechtes passiert, sei es schlechte Nachrichten, sei es der Tod, sei es Krankheiten, sei es irgendwelche Prüfungen, so sprechen wir nicht subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Das ist natürlich auch von Dhikr, aber von der Sunna ist es dann zu sprechen, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Von Allah kommen wir und zu ihm kehren wir zurück. Nicht nur, wenn wir hören, dass jemand gestorben ist, sondern auch, wenn etwas Schlechtes oder Schlimmes passiert ist, so sprechen wir auch Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wann sprechen wir La hawla wa la quwwata illa billah? Also La hawla, al-hawl, tahawul. Das heißt, eine Situation, ein Moment, eine Sache verändern. Also von einer Situation zur anderen, eine Sache zu verändern. Das heißt, wenn du arm bist und du willst reich sein, dann sprichst du La hawla wa la quwwata illa billah, diese Sache zu verändern. Du bist dünn und willst dick werden. La hawla wa la quwwata illa billah, du bist unverheiratet und willst heiraten. La hawla wa la quwwata illa billah. Das heißt, tahawul ist eine Situation zu verändern. Und das kann nicht geschehen ohne die Quwwa von Allah, ohne die Kraft von Allah. Deswegen, wenn du willst, dass etwas sich in deinem Leben verändert, so sprichst du La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen auch der Adhan. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wiederholt das, was der Muadhin spricht. Allahu Akbar, sprechen wir auch. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Es ist quasi ein Gespräch zwischen dem Muadhin und dir. Das ist auch ein Zeichen des Iman. Wenn er spricht, Allahu Akbar, Allah ist größer, dann bestätigst du, Naam, Allah ist größer, Allah ist größer. Wenn er ruft, Ashhadu an la ilaha illallah, dann bestätigst du, Naam, ich bezeuge auch, es gibt keinen anderen Gott außer Allah. Außer, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn der Muadhin spricht, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, können wir nicht sagen, komm du zum Gebet, sondern da sprechen wir, La hawla wa la quwwata illa billah. Warum? Weil nur Allah dich zum Gebet bringen kann. Weil nur Allah, Hayya ala al-falah, kommt zum Erfolg. Weil nur Allah dich zum Erfolg bringen kann. Also bei allem anderen bestätigen wir, sprechen wir nach, eine Antwort.
Aber wenn kommt Hayya lissalah, Hayya lil falah, so sprechen wir la hawla wa la quwwata illa billah. Weil nur Allah deinen Zustand verändern kann. Nur Allah kann dich zum Beten bringen. Nur Allah kann dich zum Erfolg bringen. Das bedeutet eigentlich la hawla wa la quwwata illa billah. Das ist ein ganz anderes Verständnis davon. Hat auch einen ganz anderen Einfluss. Wenn man es dann ausspricht, spricht man es mit einer gewissen Überzeugung aus. Alhamdulillah, das ist halt die Kraft und Macht von Wissen. Das ist die Kraft und Macht von Wissen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Wissen mehren. Assalamu alaikum.